Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 14. Ich lese uns die Verse 26 bis 40. Hier schreibt der Apostel Paulus durch Gottes Geist. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles aber geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, der Schriftlesung haben wir gehört, dass ein Mensch nichts empfangen kann, auch nicht eine Sache, sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben. So bitten wir dich, Vater im Himmel, schenke uns deinen Segen, schenke uns deine Geisteskraft, deine Wirkung, hilf, dass dein Geist uns verändert. Vater, wir bitten dich um den Heiligen Geist. Du wirst deinen Kindern den Geist schenken, die dich darum bitten. Und so, Vater, lass dein Wort doch in mächtiger Weise an uns wirken, so wie nur du es tun kannst, zu deiner Ehre und zu unserem Wohl. All das erbeten wir nicht in unserem Namen, sondern in den Namen unseres Retters, Jesus Christus, deines Sohnes. Amen. 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 Nimmt gerne Platz. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass alles, was Gott tut, ordentlich ist? Dass alles, was er tut, eine Ordnung hat? Alles ist strukturiert, alles verläuft nach einem festgelegten Ablauf, Plan. Denk einmal an die Schöpfung. Gott schuf Himmel und Erde ja nicht einfach so, sondern geordnet, nacheinander, in einer Reihenfolge, innerhalb von 6 Tagen, Schritt für Schritt. Schau dir alles an, was Gott geschaffen hat. Alles hat eine perfekte Ordnung, da ist kein Durcheinander. Schaust du die Schöpfung an, siehst du ein perfektes System. Vom großen Ganzen des Universums, Sonnensystem, bis ins Kleinste hinein, bis ins kleinste Atom, bis in die DNA. Alles ist perfekt geordnet. Nichts ist dem Chaos oder dem Zufall irgendwie überlassen. Es war dann die Sünde der Menschen, nämlich die Abkehr von Gottes guter Ordnung, die Chaos gebracht hat, durcheinander gebracht hat. Aber Gott, sagt Paulus uns hier in unserem Predigtext, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Nicht nur in Bezug auf die Schöpfung, sondern auch alles, was er je geplant hat in seiner Heilsgeschichte mit uns Menschen, dass wir, obwohl wir unordentlich sind, Gott einen ordentlichen Plan mit uns nachgeht, vollzieht. Von Anfang bis Ende durchzieht. Wenn du dir anschaust, was Gott macht mit den Menschen,
Seine Heilsgeschichte, siehst du, dass alles geplant, alles ordentlich und strukturiert ist. Wenn du dir anschaust, was er spricht zu den Menschen, denk einmal an die 10 Gebote. Ordentlich, strukturiert, auf 2 Tafeln, 10 Gebote. Gott ist ein ordentlicher Gott. Und denk einmal an den Gottesdienst, den Gott haben möchte. Lies einmal die 5 Bücher Mose. Lies einmal all die Kapitel, ein Kapitel nach dem anderen, wo Gott dir genau erklärt, genau so soll mein Heiligtum aussehen. Genau das soll darin vollzogen werden. Ich sage genau, wer dienen soll, wie oft gedient werden soll, welche Opfer gegeben werden sollen und wie viel. Die Israeliten hatten einen klaren Festkalender, alles durchstrukturiert, systematisch, ordentlich. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er will, dass Ordnung herrscht in seinem Haus. Du wünschst dir, dass es bei dir zu Hause ordentlich aussieht, oder? Gott wünscht sich, dass es in seinem Haus ordentlich aussieht. Er hat Eifer um sein Haus, wie wir gelesen haben im Psalm. Paulus schrieb ja einmal an Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 15, die schreibe ich, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Gott ist wichtig, wie man sich in seinem Haus verhält. Gott möchte, dass die Gemeinde ordentlich ist, dass die Geschwister sich ordentlich verhalten. In den Gebetsstunden haben wir die Thessalonicher Briefe studiert und da haben wir gesehen, wie oft kritisiert wird, wenn ein Bruder unordentlich lebt. In der Gemeinde zu Korinth herrschte Unordnung in vielen Bereichen. Wir haben uns schon einige angeschaut und Paulus spricht hier immer noch, Kapitel 14, von der Unordnung im Gottesdienst. In Korinth, haben wir gelernt, gab es einige Geschwister, die besonders spektakuläre Geistesgaben hatten. Zum Beispiel, dass sie die Fähigkeit hatten, in einer Sprache zu beten, Gott zu loben, die sie niemals erlernt haben. Wir haben gelernt, dass es ein Gerichtszeichen gegenüber den Juden war, dass sie wollten Gott nicht preisen. Sie wollten Gott nicht preisen für den Messias, den er ihnen gesandt hat. Also lässt Gott sich hinfort preisen von anderen Nationen in einer anderen Sprache. Es war ein Gerichtszeichen. Manche hatten diese Fähigkeit, dieses Gerichtszeichen zu geben. Aber wir haben gelernt, die Korinther haben dieses Gerichtszeichen, diese Gabe, diese Geistesgabe missbraucht, indem sie diese spektakuläre Gabe gebrauchten, um sich in den Vordergrund zu spielen. Sie meinten, sie seien besonders wichtig und besonders geistlich. Und jeder wollte irgendwie gehört werden und wollte im Vordergrund stehen. Und das führte sogar dazu, dass sie diese Gabe ausgeübt haben ohne einen Übersetzer. Also, dass die Leute überhaupt nichts verstanden haben. Aber das interessierte die Korinther nicht, denn es ging ihnen ja nur darum, diese Gabe auszuüben und im Vordergrund zu stehen. Es ging ihnen nicht darum, dass die Leute erbaut werden. Und hier mangelt es an der Liebe, denn die Liebe erbaut. Und jeder wollte etwas sagen, jeder wollte etwas beitragen. Wir haben gelernt, dass die Korinther, dass es da eine starke Tendenz gab zum Stolz und zur Eifersucht, zu dieser Großtuerei, zu Konkurrenzdenken. Und das führte dazu, jeder wollte etwas beitragen, jeder wollte gehört werden, dass es Unordnung gab im Gottesdienst. Wirrwarr, chaotisch. So dass die Leute nicht lernen konnten, nicht getröstet wurden, nicht ermahnt wurden, weil vieles durcheinander lief. Aber ein Gottesdienst, der nicht ordentlich verläuft, gefällt Gott nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er möchte Ordnung haben. Der Gottesdienst in Korinth und auch der Gottesdienst hier muss Gottes Wesen, seinem Charakter entsprechen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Paulus gibt Ihnen jetzt nun 3 Hinweise für 3 Bereiche im Gottesdienst, wo Ordnung einkehren müsste bei Ihnen. Sie brauchen Ordnung durch einen ordentlichen Ablauf des Gottesdienstes, das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie brauchen Ordnung durch einen ordentlichen Inhalt des Gottesdienstes. Und drittens, sie brauchen Ordnung durch ein ordentliches Sich-Unterordnen im Gottesdienst. Diese 3 Punkte, wo Ordnung herrschen soll, wollen wir uns heute anschauen. Das Erste ist also der ordentliche Ablauf des Gottesdienstes. Ab Vers 26. Was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Wie gesagt, in Korinth wollten irgendwie alle gehört werden und Paulus zählt jetzt hier aber auch Dinge auf, die tatsächlich nur Wortbeiträge sind im Gottesdienst. Das heißt, ein Gottesdienst besteht aus Wortbeiträgen, Zeilen, Lehre und so weiter.
Und anscheinend war es so, dass in Korinth durcheinander geredet wurde und dass sie sich einander unterbrachen, ja vielleicht sogar übertönen wollten. Wie gesagt, gab es Eifersucht und Konkurrenzdenken. Und einer, und das haben wir auch gelernt durch die Verse zuvor, der eine mag gesagt haben, mein Beitrag ist wichtig, auf deine Gabe können wir verzichten, ich brauche dich nicht. Und Paulus korrigiert es und sagt noch einmal, es geht nicht bei den Gaben darum, sich in den Vordergrund zu spielen und irgendwie aktiv zu sein, irgendwie etwas nur beitragen zu können. Vers 26, alles geschehe zur Erbauung. Es geht nicht um euer Prestige, um euer Ansehen, um irgendwie eure Ehre. Es geht um den Nutzen der anderen. So, und darum gibt er jetzt diese Anweisung. Und wenn ihr hier genau hinschaut, seht ihr, dass er ihren Enthusiasmus ein wenig begrenzt, ihren Eifer. Jeder will sich beteiligen, jeder will ein Sprachengebet beitragen. Paulus begrenzt das hier einfach und sagt, höchstens 2 oder 3 von euch. Höchstens 2 oder 3, nicht mehr. Wir sehen hier, Paulus begrenzt die Anzahl der Beiträge in einem Gottesdienst. Es ist begrenzt, wie viele Beiträge gebracht werden sollen. Und dadurch begrenzt er auch die Zeitspanne eines Gottesdienstes, oder? Wenn er die Beiträge begrenzt, begrenzt er auch den zeitlichen Rahmen. Manche denken, es sei irgendwie ungeistlich, wenn man einen zeitlichen Rahmen für einen Gottesdienst festlegt, für 1,5 Stunden oder 2. Paulus begrenzt hier die Wortbeiträge und damit auch den Zeitrahmen. Und er fordert auch einen strukturierten Ablauf der Beiträge. Ist euch das aufgefallen? Es soll nacheinander erfolgen. Es soll nicht durcheinander sein, es soll nicht nebeneinander sein, es soll nacheinander sein. Es soll eine festgelegte Reihenfolge geben. Der Gottesdienst soll geordnet sein. Begrenzt von den Beiträgen, begrenzt von der Zeit und nacheinander. Eine nachvollziehbare Struktur und Abfolge. Und an dieser Ordnung sollen sich sogar die halten, die in Gottes Autorität auftreten und seine Worte reden. Vers 29. Denn von den Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Auch die Propheten sollen sich an diese ordentliche Reihenfolge halten. Paulus benutzt hier sogar ein Zahlwort. Also Vers 30, wenn aber einer dem anderen, der da sitzt, also eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Und dann einer nach dem anderen. Der Gottesdienst soll eine klare, nachvollziehbare Struktur und Abfolge haben, zeitlich und inhaltlich. Und doch hier sehen wir wieder, dass lediglich 2 oder 3 Wortbeiträge bringen sollen. Gott ist kein Gott der Unordnung. Er will eine friedliche Ordnung haben, ein nachvollziehbaren, klaren Verlauf seines Gottesdienstes. Und manche sagen, du kannst Gott doch nicht so in eine Box packen, man darf doch Gottes Wirken, das Wirken des Geistes nicht irgendwie einschränken. Der Heilige Geist, der passt sich doch keiner Struktur an, der ordnet sich doch nicht einer menschlichen Ordnung unter. Paulus lehrt, Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Die Beteiligten am Gottesdienst, die Geistbegabten, sollen sich in selbstkontrollierter Zurückhaltung üben. Das heißt, die Ausübung von Geistesgaben, sehen wir hier, geschieht nicht unter Trance oder Ekstase. Es ist nicht ein unkontrolliertes irgendwie ergriffen sein und fremdgesteuert sein, dass man irgendwas reden muss oder so ähnlich. Personen, die im Gottesdienst dienen durch ihre Geistesgaben, sollen sich beherrschen können und auch schweigen können, wenn sie nicht dran sind, damit Gottes Ordnung bewahrt bleibt. Paulus fordert beide auf, die Sprachenredner, seid still, wenn kein Ausleger da ist, und die Propheten, seid still, wenn jemand anderen eine Offenbarung zuteil wird. Die Geistesgaben sollen den Geistbegabten untertan sein. Wenn Paulus hier sagt, Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, dann ist das Wort Geister ein Synonym, ein anderes Wort für Geistesgaben. Das benutzt Paulus auch an anderer Stelle. Das heißt, die Geistbegabten haben ihre Geistesgaben unter Kontrolle. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist sich unterordnet, sondern dass die Gaben, die der Heilige Geist einem Geistbegabten gibt, unter Kontrolle des Geistbegabten stehen. Das heißt, man kann kontrollieren, wie man mit dieser Gabe umgeht, die Gott einschenkt. Man verliert nicht die Selbstbeherrschung.
Das müsst ihr unbedingt verstehen. Es ist ein deutliches Zeichen, dass es sich nicht um den Heiligen Geist handelt, wenn Leute sagen, ich konnte nicht anders, ich kann nicht anders, ich musste einfach. Oder ich bin irgendwie unkontrolliert, fing ich an, dieses oder jenes zu machen. Unkontrolliertheit, Verlust von Selbstbeherrschung ist ein deutliches Zeichen, dass der Heilige Geist nicht am Wirken ist. Galater 5, Vers 23 lehrt, dass zur Frucht des Heiligen Geistes was gehört? Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Die Gaben, die Gott einem gibt, hat er den Geistbegabten unterordnet. Niemand verweise auf den Heiligen Geist, wenn er irgendwie fremdgesteuertes Auftreten oder das Verlieren von Selbstbeherrschung irgendwie rechtfertigen will. Der Heilige Geist produziert keinen wilden Zirkus, kein Chaos. Überall, wo ihr das seht, dass Leute angeblich auf dem Boden liegen und sich schütteln und irgendwas reden müssen und so weiter. Und sie sagen, das ist der Heilige Geist. Und sie sagen zu dir, wehe dir, wenn du sagst, dass das nicht der Geist Gottes ist. Ich sage dir, wehe dir, wenn du sagst, dass das der Geist Gottes ist. Der Heilige Geist bewirkt keinen Zirkus. Er bewirkt Ordnung, Anstand, selbstkontrolliertes Verhalten, Selbstbeherrschung. Die Geistesgabe kontrolliert nicht den Christen, sondern der Christ kontrolliert die Geistesgabe durch Gottes Gnade, denn sie ist wie ein Werkzeug, das Gott schenkt zum Dienst. Fassen wir diesen ersten Punkt mal zusammen. Gott ist kein Gott der Unordnung. Er wünscht sich einen geordneten Gottesdienstablauf und dazu müssen drei Dinge im Gottesdienst erfüllt sein in Bezug auf den Ablauf. Es muss eine nachvollziehbare Struktur, eine Reihenfolge der Beiträge geben. Die Wortbeiträge müssen personal, zeitlich, inhaltlich begrenzt werden. Und jeder soll sich an diesem Ablauf halten und sich dem anpassen und die nötige Zurückhaltung zeigen und sich unter Kontrolle haben, damit der Gottesdienst friedlich, gesittet und geordnet ablaufen kann. Und ein geordneter Gottesdienst, einem geordneten Ablauf, entspricht Gottes geordneten Charakter. Aber ihr Lieben, was bringt es jetzt, wenn ich einen ordentlichen Ablauf habe, einen gut strukturierten Ablauf der Wortbeiträge, aber die Wortbeiträge selbst sind nicht ordentlich? Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt, nämlich der ordentliche Inhalt. Vers 28, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Und von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Was bringt es, wenn alles ordentlich und geregelt ist, aber der Inhalt ist entweder nicht verständlich oder nicht richtig? Also wenn in Sprachen geredet wird, aber es wird nicht übersetzt, das ist nicht verständlich. Oder wenn ein Prophet redet und das ist aber nicht richtig, was er sagt. Wenn es unverständlich oder nicht richtig ist, dann bringt der beste Ablauf und die beste Struktur nichts. Sprachengebet muss übersetzt werden. Und wenn es nicht verständlich ist, dann soll die Person schweigen. Denn es soll nichts Unverständliches in der Gemeinde geredet werden. Gott ist nicht nur wichtig, in welcher Abfolge gesprochen wird, ihm ist auch wichtig, was gesprochen wird. Es muss verständlich sein und richtig. Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen urteilen. Es soll beurteilt werden, ob es richtig ist, was gesagt wird. Es muss verständlich sein und richtig. Denkt doch mal an so manche Gottesdienste, sagen wir mal in der evangelischen, katholischen, neuapostolischen Kirche, wo auch immer, wo der Gottesdienst, in Anführungsstrichen, 1a geordnet ist. Wo alles friedlich verläuft. Wo deutlich eine Struktur zu erkennen ist. Wo alles klar und nachvollziehbar ist. Aber dann achtet mal auf das, was gesagt wird in den Beiträgen. Und hier seht ihr, es bringt überhaupt nichts, einen ordentlichen Gottesdienstablauf zu haben, wenn der Inhalt unverständlich oder nicht richtig ist. Nein, ein Gottesdienst muss nicht nur ordentlich strukturiert sein, er muss auch inhaltlich ordentlich sein. Darum urteilt, was die Propheten sagen, sagt Paulus hier. Ein Prophet kann nicht einfach so reden, sein Reden soll überprüft werden. Der Inhalt der Wortbeiträge soll gut und richtig sein. Die Gemeinde muss beurteilen, was der Bruder sagt. In Korinth gab es falsche Brüder. Und in Korinth war die Gefahr groß, dass Irrlehrer auftreten, wo
an all den anderen Orten, dass die Gefahr war. Im 2. Korintherbrief lesen wir, 2. Korinther 11, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es recht gut. Was waren das für Leute, die da falsche Sachen gepredigt haben? Vers 13 dann weiter. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Es kann nicht einfach angenommen werden, was da gesagt wird. Es muss beurteilt werden. Es muss beurteilt werden, ob das, was dieser Mann im Namen Gottes sagt, recht ist. Wie es heißt in 1. Thessalonicher 5, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute, am Guten haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ist das ein wahrer Prophet, der hier redet? Haltet daran fest. Es ist gut, es ist böse, haltet euch davon fern. Wie Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, beurteilt sie, prüft sie, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Paulus sagt den Korinthern, wenn jemand prophetisch redet, beurteilt es, jeden Sonntag neu, dass nicht ein falscher Prophet in eurer Mitte aufsteht, wie es in vielen Gemeinden der Fall war. Wie kann man einen Propheten beurteilen? Nun, ich denke einmal, Gott gab die Gabe der Unterscheidung. Und wie es heißt in Römer 12, Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung wie in Entsprechung zum Glauben. Das heißt, stimmt das, was diese Person sagt, überein mit den ein für alle Mal überlieferten Glauben? Die Korinther sollten sein wie die in Beröhr. Apostelgeschichte 17, Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Sie untersuchten die Schriften, ob das, was gesagt wird, wirklich wahr ist. Es reicht also nicht aus, dass die Struktur in einem Gottesdienst bloß ordentlich ist. Der Inhalt muss geprüft sein, er muss ordentlich sein. Die Gemeinde muss wachen über den Gottesdienstablauf, dass der ordentlich verläuft. Die Gemeinde muss wachen über den Inhalt der Wortbeiträge, dass sie weder unverständlich sind noch falsch. Lass mich an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen, einen kurzen Abstecher. Wenn wir das hier lesen von Propheten, dann stellen wir uns natürlich die Frage, gibt es heute noch Prophetie? Gibt es heute noch Brüder, die in unserer Mitte aufstehen und Propheten sind? Wir haben uns letzten Sonntag mit Sprachenrede beschäftigt und haben klar und deutlich gesehen, dass die Heilige Schrift uns sagt, wozu Sprachenrede gegeben war und warum es heute nicht mehr da ist. Das haben wir deutlich gesehen. Bleibt aber die Frage noch übrig, was ist denn mit Prophetie oder Weissagung? Gibt es das heute noch? Ich denke, die Frage lässt sich eigentlich relativ schnell beantworten, wenn du verstehst, was Prophetie überhaupt ist. Und an dem Punkt müssen wir arbeiten. Wenn du verstehst, was Prophetie ist, dann wirst du dir die Frage auch selbst beantworten können, genauso wie bei Sprachenrede. Was ist denn Prophetie? In unserem Text heißt es doch, von den Propheten, ab Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, da schweige der Erste. Ein Prophet ist jemand, dem eine Offenbarung von Gott zuteil wird. Und zwar eine Wortoffenbarung, denn Paulus sagt, diese Offenbarung soll man reden. Ist also ein Wort, das man empfängt. Etwas, was man weiter sagen kann. Ein Prophet ist eine Person, die etwas von Gott offenbart bekommt, was sie aussprechen soll. Und da ist die Bibel unmissverständlich. Prophetie ist, Gott legt sein Wort in deinem Mund und du redest es aus, unmittelbar von Gott empfangen. Nicht etwas, was du dir ausgedacht hast, nicht etwas, was du in der Bibel gelesen hast, sondern Gott legt unmittelbar sein Wort in deinen Mund und du sprichst es aus.
Und zwar damit alle lernen, wie es hier heißt, Vers 31, und alle getröstet werden. Es ist also etwas, wovon du lernen kannst. Gott offenbart einer Person Informationen, die sie nicht von sich selbst hat. Diese Stelle ist jetzt wichtig, 2. Petrus 1, Vers 21. Hier haben wir eine klare Definition davon, was Weissagung, Synonym Prophetie, ist. Weissagung und Prophetie ist das Gleiche. 2. Petrus 1, Vers 21. Hör mal genau hin. Denn niemals, niemals, keiner Zeit, es gab keinen Fall, niemals, wurde eine Weissagung, Prophetie, durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also was ist die klare Definition der Heiligen Schrift von Weissagung? Wenn eine Person nicht ihre eigenen Gedanken redet, nicht das redet, was aus ihrem Herzen hervorgekommen ist, sondern wenn der Heilige Geist einen Menschen treibt, bewegt, etwas zu sprechen, was von Gott herkommt. Eine klare Definition der Heiligen Schrift. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ein Prophet ist jemand, der sagen kann, so spricht der Herr. Die Information, die ich hier weitersage, die habe ich direkt von Gott empfangen. Die habe ich weder irgendwo gelesen, noch irgendwo mir selbst erdacht. Ein Prophet tritt darum mit der Autorität Gottes auf. Und die gesamte Heilige Schrift von Anfang bis Ende bezeugt das. In 5. Mose 18, Vers 18, sagt Mose, einem Propheten, oder Gott sagt es zu Mose, einem Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Was ist ein Prophet, Gott? Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Worte redet. An dieser Definition lässt sich nichts rütteln. Jemand, der aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Ein falscher Prophet ist jemand, der meint, Gott würde durch ihn sprechen, aber Gott hat es ihm niemals befohlen. Wenn ein Prophet redet, redet er Gottes Worte und damit redet er Gottes irrtumsloses, autoritatives Wort und kein Menschenwort. Die Bibel ist glasklar. Nun die Frage, gibt es das heute noch? Kann heute ein Bruder in unserer Mitte aufstehen und sagen, so spricht der Herr, und dann ein Wort sagen, das er nicht aus der Bibel gerade vorliest? Gibt es das heute noch? Ich glaube, wenn du verstehst, was Prophetie ist, wenn du wirklich glaubst daran, wie die Bibel das definiert, dann musst du entschieden sagen, nein. Diese Fähigkeit, Gottes Worte zu empfangen und zu sprechen, verleiht Gott heute nicht mehr. Warum? Warum? Weil die Propheten, genauso wie die Apostel, einen bestimmten Zweck hatten, der erfüllt ist. Wir werden uns das die nächsten Sonntage anschauen, Apostelgeschichte in 1. Korinther 15, wo Paulus lehrt, dass er der letzte Apostel ist. Apostel waren bestimmte Männer mit einem bestimmten Amt, zu einer bestimmten Zeit, für einen bestimmten Zweck. Es gibt keine Apostel mehr. Und genauso hatten Propheten einen bestimmten Zweck zu einer bestimmten Zeit. Epheser 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Epheser 3, Vers 5. Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbar worden ist. So weiter. Apostel und Propheten sollten die Offenbarung weitergeben, die Gott ihnen gegeben hat, nämlich zur Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde. Die Apostel und Propheten sprachen Gottes Worte, das aus, was Gott ihnen offenbart hat. Auf dass das Fundament bildet, was Judas sagt in Judas 3,
den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Wenn du ein Haus baust und du möchtest das Fundament legen, dann lässt du dir den Betonmischer kommen. Der gießt das Fundament. Und wenn das Fundament steht, dann brauchst du den Betonmischer nicht länger, der dieses Fundament gießt. Apostel und Propheten lieferten den Beton des Fundamentes der Gemeinde. Nämlich die Offenbarung, das Wort Gottes, das wir nötig haben, die Offenbarung Jesu Christi. Wenn die Gemeinde gegründet ist auf diese ein für alle Mal überlieferten Offenbarung, wo nichts mehr hinzugetan wird, dann ist die Gemeinde wohl gegründet und wir brauchen dem nichts mehr hinzutun. Die Grundlage, die uns gegeben wurde durch die Apostel und Propheten, die rechte Lehre, muss nicht immer wieder empfangen werden. Sie muss nicht ergänzt werden, sondern ein für alle Mal. Aber vielleicht will Gott ja immer noch zu uns was sagen. Vielleicht will er uns ja etwas offenbaren. Eigentlich müsste ich eine ganze Reihe über dieses Thema halten, warum Prophetie nicht mehr heute zu erwarten ist. Ich möchte euch ganz kurz noch auf eine Sache verweisen. Ihr kennt das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Es ist kein Zufall, dass dieses Buch ganz am Ende steht. Du hast Genesis, hier wird beschrieben, wie alles entstanden ist und wie alles auch zum Chaos kam in dieser Welt. Schöpfung und so weiter, Sündenfall. Und jetzt schau mal in das letzte Buch der Bibel und du siehst die Wiederherstellung aller Dinge. Du siehst, dass Garten Eden sozusagen wiederhergestellt wird, das Paradies, Vollendung, die Ewigkeit. Es ist keine Frage, warum die Offenbarung am Ende steht. Aber was ist die Offenbarung eigentlich? In der Offenbarung heißt es doch ganz am Anfang, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Was ist das für ein Buch? Was ist die Offenbarung? Was ist das für ein letztes Buch der Bibel? Es ist eine Weissagung, es ist eine Offenbarung, eine Prophetie. Was sagt uns dieses letzte Buch der Bibel, diese Prophezeiung, diese Weissagung? Es gibt uns all die Informationen, die wir brauchen, bis Jesus Christus wiederkommt, damit wir wissen, was in Kürze geschehen muss. Jesus selbst sagt, ich möchte, dass meine Knechte erfahren, was geschehen muss. Hier sage ich es ihnen. Und er sagt, und die schreibe an alle Gemeinden, das, was ich will, das alle erfahren sollen, das schreibe. Und in den letzten Kapitel heißt es dann, Kapitel 22, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Was ist die Offenbarung? Die Offenbarung ist die Weissagung über das, was die Knechte erfahren sollen, was in Kürze geschieht. Zu dem, was in Kürze geschehen soll, was Gott in Jesus Christus offenbart hat an seine Knechte, da soll nichts hinzugetan werden. Natürlich gilt das hier über dieses Buch der Offenbarung. Du sollst nichts zum Buch der Offenbarung hinzutun. Aber was ist das Buch der Offenbarung? Jesu Weissagung, bis er wiederkommt. Ja, komme bald, Herr Jesus, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Ich erwarte nicht, dass noch jemand auftritt und mir Dinge verkündigt, die ich wissen müsste, bis Jesus Christus wiederkommt. Jesus hat alles offenbart durch seinen Propheten. Bis Jesus wiederkommt, wissen wir, was wir wissen sollen. Ich glaube nicht nur an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, ich glaube auch an die Allgenügsamkeit der Heiligen Schrift. Alles, was ich wissen muss, was ich brauche, bis Jesus Christus wiederkommt, wurde offenbart durch die Apostel und die Propheten. Viele sehen das anders, ich weiß das. Es gibt die Extrembeispiele, nehmen wir mal den Islam, 700 Jahre nach Christus entstanden. Ein Prophet steht auf. Er sagt, er empfängt Worte Gottes. Die Moslems erklären das ungefähr so, es gibt Teil 1 vom Film, Altes Testament. Es gab Teil 2 von dem Film, Neues Testament. Und jetzt kam Finale, Teil 3, endlich der Koran kam. Mohammed stand auf
und verkündigte das wahre, vollkommene Wort Gottes, ihre Meinung. Und sie fragen dich, wo steht denn in der Bibel, dass es keinen Prophet mehr geben wird? Wo steht denn in der Bibel, dass Gott keine Offenbarung, keine Lehroffenbarung, keine Wortbeiträge neue mehr geben wird? Ein anderes Beispiel, 19. Jahrhundert nach Christus, Mormonentum, gefährlicher, schlimmer Kult, nichts mehr mit dem Christentum zu tun. Im Buch Mormon heißt es, wehe dem, der sagt, wir haben empfangen und wir brauchen nicht noch mehr. Wehe sei dem, der sagen wird, wir haben das Wort Gottes empfangen und wir brauchen vom Wort Gottes nicht noch mehr, denn wir haben genug. Haben wir genug? Liebe Geschwister, haben wir genug? Beantworte mir diese Frage. Ja, Gott sei Dank, wir haben genug. Die Bibel ist abgeschlossen. Preis und Ehre sei ihm dafür. Bis Jesus Christus wiederkommt, haben wir die zuverlässige Grundlage und wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendeiner aufsteht und sagt, es muss hinzugetan werden. Jesus sagt, wer dem etwas hinzutut, dem wird etwas hinzugetan werden von diesen Plagen. Und ich sage euch, die Mormonen werden das erleben am Tag des jüngsten Gerichts. Dafür, dass sie aufgestanden sind und haben gesagt, dies ist nicht genug. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, die Bibel sei fehlerhaft und das Buch Mormon, wie Moslems, sei denn das Vollkommene. Sie fragen, wo steht denn, dass Gott aufhört zu reden? Das gleiche haben die Sieben-Tag-Adventisten gesagt, eine Sekte. Da viele charismatische Sekten. Diese Beispiele sind vielleicht heftig und jeder von uns weiß, dass das falsch ist. Aber es gibt da noch Dinge, die sind akzeptiert unter den Evangelikalen scheinbar. Menschen, die sagen, ich glaube alles, was in der Bibel steht und ich halte es für irrtumslos und zur Bibel sollte nicht wirklich was hinzugetan werden, aber, ich brauche doch Gottes Reden für mich persönlich. Gott muss doch mir persönlich etwas sagen. Beispiel, Bestseller unter den christlichen Literaturen. Sarah Young. Liebesbriefe von Jesus. Überall wird's gelesen. Sie schreibt darüber, was Jesus Christus ihr persönlich gesagt hat. Ich zitiere sie aus dem Vorwort. Ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem ganz bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Also fing sie an, alles aufzuschreiben, was Jesus ihr ganz persönlich gesagt hat. Und daraus wurden Bücher, Liebesbriefe von Jesus. Welch eine Lästerung, Jesu. Und sie schreibt, natürlich ist die Bibel das einzig irrtumslose Wort Gottes. Und die Botschaften, die ich schreibe, die müssen sich messen an der Bibel. Aber sie schreibt dennoch aus der Perspektive von Jesus und sagt, das sagt Jesus. Sie macht ihren Mund auf und sagt, Gottes Wort kommt heraus. Ich warne eindringlich davor. Lass mich euch ein anderes Beispiel geben. Bill Hybels, Gründer von Willow Creek. Ich warne vor ihm. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Gottes leise Stimme hören. Die lebensverändernde Kraft der leisen Stimme Gottes. Ein Buch, das dich anleiten soll dazu, dass du Gottes persönliche Stimme im Gebet hörst. Man nennt das auch das hörende Gebet. Es wird immer beliebter. Ich warne euch davor. Es ist Irrtum. Es ist ein Nicht-Zufrieden-Sein mit dem, was Gott offenbart hat und sich ein Sehnen über die Heilige Schrift hinaus nach Gottes Reden. Irrtum. Diese Kategorien sind vielleicht leicht zu durchschauen für euch. Ich will euch noch eine dritte Kategorie nennen, eine dritte Bewegung, die uns sehr nahe steht. Brüder, die ich achte, die ich respektiere, die ich lieb habe. Aber ich muss dennoch sagen, dass ich mit ihnen nicht übereinstimme in diesem Punkt. Männer wie Wayne Grudem, John Piper, D.A. Carson, Sam Storms und andere. Diese lieben Brüder sagen, ja, stimmt, Gott gibt keine Lehroffenbarungen mehr. Er gibt uns keine Informationen mehr, die nicht auch in der Bibel stünde. Kanon ist abgeschlossen, keine neuen Lehren mehr. Keine Frage. Okay, hier stimmen wir überein.
Aber Gott spricht noch ganz persönlich in unser Leben hinein. Und jetzt wird's trickreich. Dr. Wayne Grudem hat etwas erfunden, was bisher noch von keinem einzigen Theologen so formuliert wurde. Er behauptet, die Gabe der Prophetie im Neuen Testament, das heißt die Gabe, die wir in der Gemeinde finden, ist eine andere Art der Prophetie, als sie sonst in der Bibel zu finden sei. Wie definiert er Prophetie? Nun, wir haben gelernt, wie definiert die Bibel Prophetie? Gott legt sein unfehlbares Wort in deinen Mund und du sprichst es so aus, du kannst sagen, so spricht der Herr in seiner Autorität. Wayne Grudem behauptet nun, er gibt sich viel Mühe, das zu belegen, im Neuen Testament ist die Prophetie in der Gemeinde etwas ganz anderes. Nämlich, zitiere ihn, Prophezeiungen in der Gemeinde heute sollten lediglich als Menschenworte angesehen werden, nicht als Gottesworte und nicht von gleicher Autorität wie Gottes Wort. Wayne Grudem, John Piper und andere sagen also, Gott lässt etwas spontan in deinen Gedanken aufkommen. Du musst das überlegen, was das nun zu bedeuten hat und so weiter und verstehst das vielleicht auch fehlerhaft und gibst es dann auch fehlerhaft weiter, das heißt nicht in reiner Form, ein Mischmasch. Er benutzt auch Prozentzahlen und sagt, also vielleicht ist 75% davon Gottes Wort, 25% Menschenwort. Und deswegen sagt Wayne Grudem in seiner Systematik und auch an anderen Stellen, darum sollte niemand von diesen neutestamentlichen Propheten in der Gemeinde, wenn er einen Eindruck hat, sagen, so spricht der Herr. Das sollte man völlig lassen. Man sollte nur sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott vielleicht mir etwas aufs Herz gelegt hat, bitte prüft das. Niemand sollte auftreten, sagt Grudem, mit dem Anspruch, dass Gott durch ihn redet. Wayne Grudem hat etwas Neues erfunden, was die Bibel nicht kennt und in der Kirchengeschichte unbekannt war. Nämlich die Lehre der fehlerhaften Prophetie. Fehlerhafte Prophetie ist ein Oxymoron, das bedeutet, es widerspricht sich in sich selbst. Gottes Reden, das nicht Gottes Reden ist. Ich sage, diese neue Definition von Gemeindeprophetie ist gefährlich. Es öffnet nämlich Tür und Tor für jeden menschlichen Blödsinn. Menschen stehen in der Gefahr zu meinen, sie hätten irgendwelche Eindrücke und dann meinen sie, das sei Gottes Reden. Aber so spielt man nicht mit Gottes Wort. Entweder hat er sein Wort in deinen Mund gelegt oder nicht. Entweder bist du ein falscher Prophet oder ein wahrer Prophet, aber es gibt kein Zwischending. Wayne Grudem sagt, die Propheten der Gemeinde dürfen nicht sagen, so spricht der Herr, sondern nur, ich habe den Eindruck. Haben sich denn eigentlich die Propheten im Neuen Testament an diese Idee gehalten? Ich gebe euch mal ein Beispiel, Agabus in Apostelgeschichte 21. Er gibt eine Hier haben wir ein Beispiel von einer neutestamentlichen Prophezeiung an jemanden persönlich, nämlich an Paulus. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel und Paulus und sprach, und band sich die Füße und die Hände und sprach, hör zu, dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die Hände der Nation überliefern. Hat sich Agabus gehalten an diesen Ratschlag? Ich habe da so einen Eindruck. Ein Prophet im Neuen Testament sagt, so spricht der Heilige Geist. Denn das ist, was ein Prophet tut. Er sagt Gottes Worte weiter. Nun geht Wayne Grudem so weit, dass er hier über Agabus sagt, dass Agabus falsch gehandelt hat und dass er zudem eine falsche Prophetie gebracht hat und dass er nach alttestamentlichen Maßstäben hätte getötet werden sollen. Das ist, was Wayne Grudem sagt zu dieser Stelle. Ich halte das für einen großen Irrtum, so lieb ich diesen Bruder auch habe. Mit Biegen und Brechen versucht er zu beweisen, dass Gemeindeprophetie nicht Gottes Wort ist. Aber dann soll er es doch bitte nicht Prophetie nennen. Ihr Lieben, kommt manchmal mir spontan was in den Sinn. Habe ich Eindrücke? Selbstverständlich, jeder von euch hat Eindrücke. Wenn ich meine Predigt vorbereite oder wenn ich hier predige, kommen mir plötzlich spontan Gedanken in den Kopf. Dinge, von denen ich auch erlebt habe, dass sie sehr hilfreich waren oder dass es in dem Moment perfekt reingepasst hat und diese ganzen Dinge. Ja, der Herr, er führt Gedanken, ja, der Herr arbeitet an meinem Herzen, er erneuert meinen Sinn, er lenkt mein Herz wie Wasserbäche, wie es heißt in der Heiligen Schrift. Das kann nützlich sein, das kann hilfreich sein, aber das ist keine Prophetie. Okay?
Prophetie ist etwas anderes. Prophetie ist, ich stehe auf und sage, so spricht der Herr. Und nicht, ich habe hier einen nützlichen Gedanke, der mir gerade aufgekommen ist. Es gibt es, ihr Lieben. Wir haben nützliche Gedanken, erbauliche Dinge, Dinge, die uns helfen in einer Situation hinein, wo wir das gebrauchen können. Aber das ist nicht Prophetie. Ich warne euch vor dieser Lehre. Sie verbreitet sich. Manche sagen, diese Lehre ist doch gar nicht weiter schlimm. Ich halte es mit J.C. Ryle, der sagt, wollen wir uns vor den kleinen Anfängen falscher Lehre hüten. Jede Irrlehre begann irgendwann mit einer geringen Abweichung von der Wahrheit. Es bedarf nur eines kleinen Samens des Irrtums, um einen großen Baum hervorzubringen. Es ist die Hinzufügung oder das Weglassen eines kleinen Bestandteils, das die verschriebene Medizin unwirksam macht oder sie in Gift verwandelt. Lasst es niemals zu, dass eine falsche Lehre uns zerstört, indem wir glauben, sie sei zu gering und könne keinen Schaden anrichten. Ich hoffe, ihr könnt Amen dazu sagen. Wir müssen darüber wachen. Das ist doch der zweite Punkt, wo wir immer noch sind. Wir müssen wachen auf den Inhalt der Gottesdienste, auf den Inhalt unserer Lehre. Es muss beurteilt werden. Spricht Gott heute noch Worte, wie er es damals getan hat, durch Propheten, indem er Dinge offenbart hat, die Lehre sind, lehrmäßige Dinge, Prophetien, Wegleitungen für einzelne Leute, indem Gott zu einer Person spricht, so spricht der Heilige Geist zu dir. Nein, denn wir wissen alles, was wir wissen müssen, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir müssen darauf achten, dass keiner Worte in unserer Mitte redet, die nicht auf Gottes Wort gegründet sind. Das heißt, es reicht nicht, dass wir nur eine gute Struktur haben. Wir müssen darauf achten, dass wir bewahrt bleiben vor unordentlichem Geschwafel und Menschenweisheit. Im Gottesdienst muss verständlich und richtig geredet werden von Gott. Aber jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ihr Lieben, was bringt es denn, wenn ich einen ordentlichen Gottesdienst habe mit einem ordentlichen Verlauf, der strukturiert ist? Und ich habe auch ordentlichen Inhalt. Was gesagt wird, ist richtig und verständlich. Was bringt es, wenn ich diese beiden Dinge habe, aber die Menschen, die im Gottesdienst sind, die unterwerfen sich nicht, die ordnen sich nicht diesem richtigen Wort, das strukturiert und gut überbracht wird, unter? Dann ist der gut geordnete Gottesdienst und das gute Wort doch letztendlich vergeblich an den Zuhörern. Und darum der dritte Punkt. Ordentlicher Gottesdienst ist da, wo ordentliche Unterordnung unter Gottes Wort vorherrscht. Ab Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wisst ihr, Gottes Wort sagt uns so manches, was uns vielleicht nicht gefällt, was uns widerstrebt. Aber ein Gottesdienst ist erst dann ordentlich, wenn die Beteiligten am Gottesdienst sich ganz dem Wort Gottes unterordnen. Was nützt es, einen ordentlichen Ablauf zu haben und ordentlichen Inhalt, wenn wir uns nicht unterordnen unter Gottes Wort? Dann haben wir Unordnung im Herzen. Alles läuft formal gut ab und inhaltlich ist nichts auszusetzen. Aber unsere Herzen sind unordentlich, denn sie unterstellen sich nicht Gottes ordentlichen Anweisungen, seinen Anordnungen. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Ordnung und Frieden kehrt erst bei einem Menschen ein. Erst in der Gemeinde ein, wo man sich ganz Gottes Willen unterordnet und nicht streitet, sich nicht widersetzt, sondern sagt, ich bin hier zu tun, zu lassen, was du sagst.
Paulus nennt hier einen Bereich, er spricht einen Bereich an bei den Korinthern, wo sie anscheinend mit zu hadern hatten, wo sie nicht so bereitwillig sich unterordnen wollten. In Korinth war es anscheinend nicht nur so, dass die Wortträge irgendwie durcheinander waren, die Wortbeiträge, aufgrund von Eifersucht und sich in den Vordergrund spielen. Nein, es scheint so, dass auch die Frauen anfingen, Wortbeiträge bringen zu wollen in den Gottesdienst. Ihr Lieben, wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, in 1. Korinther Kapitel 11. In meiner Predigt zu 1. Korinther 11, Verse 2 bis 16. Da haben wir festgestellt, dass die Frauen in Korinth die Rollen der Männer einnehmen wollten und gekommen sind und Beiträge bringen wollten im Gottesdienst. Ich möchte nicht noch einmal erneut eine ausführliche Erklärung dafür geben, warum das nicht richtig ist. Ich bitte jeden, der das nicht gehört hat und sich wundert, warum Paulus das hier lehrt, einfach diese Predigt noch einmal zu hören. Wir wollen nur ganz kurz, oberflächlich jetzt mal schauen. Paulus nennt nämlich einige Begründungen hintereinander, warum eine Frau sich nicht mit Wortbeiträgen am Gottesdienst beteiligen sollte. Und wisst ihr, deutlicher kann Paulus das überhaupt nicht schreiben. Er wiederholt es ja hier viermal, damit es auch bei dem letzten ankommt. Mal Vers 34, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen? Vers 2, dann danach, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Dann Vers 3, wenn sie reden will, soll sie ihren Mann zu Hause fragen. Und dann, drittes Mal und dann das vierte Mal, es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Er wiederholt das hier sozusagen viermal. Er ist ja gereift, wenn er es einmal sagt. Er wiederholt es aber viermal, so dass der Theologe B.B. Warfield recht hat, wenn er sagt, es ist unmöglich für den Apostel, noch direkter und eindringlicher zu sprechen, als er es getan hat. Ja, genau, dies tut der Apostel. Er verbietet, Frauen in der Gemeinde zu sprechen. Es steht hier klipp und klar. Und irgendwie müssen wir damit zurechtkommen. Und anscheinend war es so, dass die Korinther sich damit schwer getan haben. Vers 36, schaut doch mal, wie ernst er sie hier anspricht. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird auch er nicht von Gott erkannt werden. Wie eindringlicher oder deutlicher soll er noch reden und wie eindringlicher und deutlicher sollte er noch warnen, dass man dieser Anordnung nicht widerstreben sollte. Sag mir, wie soll er das noch deutlicher schreiben? Es fiel den Korinthern schwer, das anzunehmen, sonst würde Paulus hier nicht diese deutlichen Worte sprechen. In den letzten Tagen habe ich zahlreiche Kommentare zu dieser Bibelstelle gelesen, von guten Predigern. Und ich sage euch, dass ich hier sehe, dass die Brüder sich sehr schwer damit tun, dieses einfache Wort anzunehmen. Ich war schockiert von einem Kommentar, das empfohlen wurde von vielen guten Predigerseminaren. Und dieser Mann schreibt doch tatsächlich zu dieser Stelle, es muss sich dabei um eine spätere Einfügung handeln. Paulus kann nie und nimmer gesagt haben, dass die Frau schweigen soll in der Gemeinde. Nun haben wir jemals ein Manuskript gefunden, alte Schrift, wo diese Stelle fehlen würde? Nein. Aber er sagt, das kann doch nicht so sein. Schon die Korinther müssen innerlich dagegen gestritten haben, dass es vielleicht patriarchalisch rückständig sei oder dass es frauenverachtend ist, weil die Frauen haben doch auch den Heiligen Geist, keine Frage. Und es scheint auch schwer für die Männer gewesen zu sein, genauso wie es schwer für die Männer heute ist, diese Position zu vertreten, denn du musst sehr viel Mut haben. Besonders in der Zeit, wo wir leben. Diese Position öffentlich zu vertreten. Doch ihr Lieben, ein Gottesdienst, und lass mich das in aller Deutlichkeit sagen, ein Gottesdienst ist erst dann ein ordentlicher Gottesdienst. Nicht nur, wenn er einen ordentlichen Ablauf hat, nicht nur, wenn er einen ordentlichen Inhalt hat, sondern wenn wir uns ordentlich Gott unterordnen, seinem Wort, es annehmen, was dort steht. Gottes Wort ist nicht Männerwort, es ist nicht Frauenwort, es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt uns, dass Frauen sich nicht beteiligen sollen an den Wortbeiträgen. Und Paulus begründet das hier und wir schauen uns das nur ganz kurz an. Die erste Begründung, die er hier nennt, ist, ja, in allen Gemeinden ist das so. Vers 34. Wie es in allen Gemeinden ist. Ist das nur Vers 33? Weiß ich jetzt gerade nicht. Sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen? In allen Gemeinden. Das heißt, im ersten Jahrhundert,
die verschiedenen Gemeinden besucht hast, und Paulus hat ja viele von denen gegründet, er sagt, in allen Gemeinden ist das der Fall. So ist es bei den Heiligen. Überall. Das Zweite ist, er sagt, das Gesetz verbietet es. Vers 34. Die Frauen sollen sich unterordnen, es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, wie das Gesetz sagt. Es ist nicht bloß eine Tradition, es ist nicht bloß irgendwie patriarchalisches Denken. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt in 1. Korinther 11, dass es Gottes Schöpfungsordnung ist. Wenn Paulus Gesetz sagt, sagt er Altes Testament. Es ist die Schöpfungsordnung, dass die Frau nicht leiten soll im Gottesdienst, dass sie nicht lehren soll im Gottesdienst, sondern sich dem Manne unterordnen soll. Und dann Vers 35 sagt Paulus, dass es schändlich ist. Auch damit haben wir uns ausführlich beschäftigt, warum es unanständig ist für eine Frau, warum Paulus das lehrt, warum Gottes Wort es lehrt, wenn sie Wortbeiträge bringt. Es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden, sagt Paulus. Seine vierte Begründung ist, es ist ein Gebot des Herrn. Und jeder, der Gott kennt, jeder, der den Geist hat, jeder, der ein Prophet ist, der wird das erkennen, dass es ein Gebot des Herrn ist und nicht ein menschliches Gebot. Denn wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Die Korinther hatten scheinbar damit Probleme. Er fragt sie, sagt mal, ist das Wort von euch ausgegangen? Er meint das Evangelium. Das Evangelium ist doch von außen an euch herangetreten, durch die Apostel, also durch mich zum Beispiel. Müssten wir nicht wissen, was Gott sagt? Oder meint ihr, ist es alleine zu euch gekommen? Meint ihr, ihr seid der Nabel der Welt? Was ist mit all den anderen Gemeinden? Meint ihr, ihr gebt an, was die geltenden Normen sind für eine wahre Gemeinde? Paulus macht so deutlich, wer das hier nicht erkennt, was ich euch hier schreibe, der hat den Heiligen Geist nicht. Weißt du, der Heilige Geist, der befähigt einen Menschen dazu, nicht nur Gottes Willen zu erkennen, sondern sich bereitwillig auch Gottes Anordnung zu unterwerfen. Das ist der Heilige Geist gekommen. Wie es heißt in der Beschreibung des neuen Bundes, ich werde meinen Geist in Inneres geben und ich werde machen, dass sie meine Gebote halten. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir in den Anordnungen Gottes wandeln wollen. Es ist eine Anordnung des Heiligen Gottes. 1. Timotheus 2. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Schöpfungsordnung. 1. Petrus 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichem Schmuck, des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten und so weiter. Wie soll eine Frau im Gottesdienst zeigen, dass sie sich Gott unterordnet und seinem Wort der Schöpfungsordnung? Wie? Paulus sagt, indem sie schweigt. Wir haben gelernt, die langen Haare sind ein Ausdruck der Zurückhaltung. Und die langen Haare, ein Ausdruck der Zurückhaltung, sind nur ein passendes Accessoire, wenn die Frau dann auch tatsächlich schweigt, wenn sie sich tatsächlich zurücknimmt. Paulus sagt, wenn eine Frau auftritt und wie ein Mann reden will, dann sollen sie sich doch auch gleich den Schleier abrasieren lassen. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Ich kann nicht stark genug betonen, ich denke, ich habe das auch in meiner Predigt über dieses Thema getan, es geht hier nicht um Werteunterschiede, es geht hier um Rollenunterschiede. Frauen sind mit der größten Wertschätzung, Liebe und Hochachtung und Respekt zu behandeln, niemals abwertend oder geringschätzig. Ganz im Gegenteil, die Männer sollen die Frauen höher achten als sich selbst. Es ist mehr wert, es ist kostbarer, als ehrwürdiger als sich selbst. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, im Gottesdienst zu reden. Die Männer haben von Gott die Lehr- und Leitverantwortung übertragen bekommen. Sie müssen die Rechenschaft dafür ablegen. Und ihr lieben Frauen, noch einmal, ich würde gerne mit euch tauschen. Ich meine das ernst. Ich würde gerne mit euch tauschen, dass die Frauen diejenigen sind, die leiten und lehren sollen. Weil ich weiß, dass die leiten und die lehren, strenger beurteilt werden und Rechenschaft dafür abgeben müssen. Sie haben die Verantwortung. Erinnert euch, wen ruft Gott? Adam, wo bist du? Er rief nicht Eva, wo bist du?
Er hat die Verantwortung. Ich zittere wegen dieser Verantwortung. Paulus sagt, wer ist tüchtig dazu? Ich wünschte, ich könnte tauschen. Es ist keine Abwertung der Frau, es ist eine Aufwertung. Es bedeutet, Gott will dich schützen. Er vertraut dich den Männern an, sie sollen wachen darüber. Und wehe ihnen, wenn sie sich falsch verhalten. Ich weiß nicht, wie deutlich Paulus das noch hätte sagen sollen, deutlicher. Es ist ein einfaches, klares Gebot. Und die Frauen in unserer Mitte müssen sich fragen, möchte ich mich dem unterordnen? Und die Männer müssen sich fragen, traue ich mich in dieser Zeit zu diesem Gebot Gottes zu stehen? Mögen die Stürme noch so um uns wehen und die Leute anderer Meinung sein? Wenn wir den Heiligen Geist haben, werden wir das tun. Einige Korinther mögen dann gesagt haben, okay, die Frauen, die sollen nichts beitragen zum Gottesdienst. Was ist, wenn sie Fragen haben? Also zum Beispiel Bruder X und Y gibt eine Prophezeiung, dann könnte doch Schwester Emma zum Beispiel sagen, Entschuldigung, lieber Bruder, du hast jetzt das und das gesagt, aber 5. Buch Mose, steht da nicht dieses oder jenes geschrieben? Ihr wisst, man findet Wege, etwas zu sagen, ohne dass man irgendwie Aussagesätze benutzt, sondern indem man Fragen stellt. Man kann Aussagesätze sozusagen, Aussagen gut in Fragen verpacken. Und Paulus sagt, macht das bitte zu Hause. Stellt zu Hause diese Nachfragen. Ihr habt die Freiheit, alles zu fragen. Ihr sollt lernen, klar. Aber ihr sollt eure Meinung nicht irgendwie im Gottesdienst kundtun, nicht in der öffentlichen Versammlung. Paulus erwartet hier natürlich, dass die Ehemänner gut aufgepasst haben im Gottesdienst. Wie sollen sie denn beantworten? Irgendwelche Fragen? Frauen wissen oft mehr als Männer. Das heißt, sie haben vielleicht sogar sehr, sehr gute Fragen. Ja? Also Männer, passt auf im Gottesdienst. Beschäftigt euch mit dem Wort. Nun, Frauen, die keine Männer haben, selbstverständlich gibt es hier Väter, andere Brüder, Älteste in der Gemeinde. Frauen dürfen Fragen stellen, sollen lernen. Frauen dürfen kritische Fragen stellen. Es ist nur nicht ihre Rolle, im Gottesdienst Wortbeiträge zu bringen. Auch nicht versteckt in irgendwelchen Fragen. Fassen wir das zusammen einmal. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er will einen ordentlichen Ablauf, eine Struktur, begrenzte Beiträge, begrenzte Personen, begrenzten Inhalt. Er will, dass es verständlich, dass es richtig ist, was gesagt wird. Und er möchte, dass wir uns ordentlich unterordnen. Das heißt, dass wir wirklich das tun, was Gott uns dann sagt in seinem Wort. Was ist jetzt die Anwendung für uns? Die erste Anwendung, die ich weitergeben möchte, ist, nun, Gott ist kein Gott der Unordnung, haben wir gelernt. Was heißt das denn? Es hat so viele Anwendungen in deinem Leben. Wir bräuchten den ganzen Tag, um über alles zu sprechen. Erkenn doch erst einmal, dass Gott wirklich ein Gott der Ordnung ist und sehe das nicht als irgendetwas Selbstverständliches an. Vor einigen Monaten las ich, wie eine Frankfurter Gartendenkmalpflegerin sich empörte. Sie sagt nämlich, die Menschen behandeln das Grün und die Parkanlagen und so weiter, behandeln sie so gleichgültig, so als ob das irgendwie selbstverständlich sei. Sie sagt, es gibt kein Grün, das einfach so da ist. Nirgendwo wachsen Pflanzen und Büsche und Bäume und Rasenflächen von selbst zu einem attraktiven Ganzen zusammen. Da haben sich in jedem Fall Leute sehr viele Gedanken gemacht. Also sie regt sich auf, dass die Leute durch den Park gehen und denken, das ist einfach so alles irgendwie zustande gekommen. Und keiner muss das pflegen, planen und irgendwie instand halten. Wenn du durch diese Welt läufst, bist du dir bewusst, dass Gott es ist, der alles ordnet. Er ist der Grund dafür, dass die Sonne aufgeht und untergeht, dass es Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt und all diese ganzen Dinge, all diese Ordnungen in deinem Leben, die du für selbstverständlich erachtest, seine Treue. Er ordnet alles. Erfreu dich doch mal daran, dass vom großen Universum bis zum kleinsten Atom alles ordentlich ist. Erkenne, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, aber das bedeutet auch, dass er Ordnung haben will von dir. Erfreu dich nicht nur daran und preis Gott nicht nur dafür, dass er ordentlich ist, sondern werd ihm doch ähnlicher. Du musst lernen, ordentlich zu werden. Ich weiß, das ist vielleicht ein Spruch, den deine Mama dir immer gesagt hat, aber das ist, was Gottes Wort uns lehrt. Ordentlich sein.
Und zwar in allen Bereichen. Sag mir einen Bereich, wo Gott nicht ordentlich ist. Das meint nicht nur bloß dein Zimmer aufräumen. All die Bereiche deines Lebens, wo er durcheinander ist, wo Dinge ungeregelt sind, wo du Dinge irgendwie brach liegen lässt und alles durcheinander ist. Die erste Frage, die du dann natürlich stellen musst, ist, wie ist deine Beziehung zu Gott in Ordnung? Hast du Frieden mit Gott? Oder lebst du bewusst im Chaos der Sünde und ordnest deine Beziehung zu Gott nicht? Duldest du Unordnung in deinem Leben? Unordnung ist die Abweichung von Gottes Ordnung, von seinen Geboten, von seinen Anordnungen. Wie gehst du mit deinem Partner um? Wie ist deine Beziehung zur Gemeinde? Ist das geordnet oder lässt du irgendwelche Dinge liegen? Ungeordnet. Auf die lange Bank. Ist Ordnung in deinem Leben da? Wie sieht es auf deiner Arbeit aus? Und jetzt, wir könnten so viele Dinge besprechen. Lebst du ordentlich in all den Bereichen, weil Ordnung Gottes Charakter entspricht? Möchtest du Gott ähnlicher werden? Je ähnlicher du Gott wirst, desto ordentlicher wirst du auch. Und es geht hier nicht um äußerlichen Formalitäten bloß. Ich habe vom Herzen geredet. Wenn dein Herz ordentlich wird, ordentlicher und ordentlicher, dann wird auch dein Leben und deine Lebensumstände, die du in der Hand hast, immer ordentlicher werden, weil du es ordnest. Räume all die Unordnung aus deinem Leben aus, mit Gottes Hilfe, durch seinen Geist. Fang an. Fang heute an. Wo du Unordnung siehst, bringe Ordnung durch Gottes Gnade. Das zweite ist, erfreu dich auch an einen ordentlichen Ablauf des Gottesdienstes. Das heißt, wir versammeln uns hier, um ordentlich Gottesdienst zu feiern, so wie er es angeordnet hat. Es soll kein Durcheinander gehen. Und wundern sich vielleicht und sagen, ihr seid so liturgisch, es ist alles so streng geordnet und immer das Gleiche. Wo ist denn das Unvorhergesehene, das Abwechslungsreiche, das Überraschende? Ihr seid nicht locker genug. Ihr steckt Gott in eine Box. Ihr seid Formalisten. Wo gebt ihr denn dem Heiligen Geist Raum? Noch einmal, Gott ist kein Gott der Unordnung. Er will ja Strukturen. Gott wird verherrlicht durch die Ordnung im Gottesdienst. Der Gottesdienst selbst soll Gottes Charakter widerspiegeln. Es soll geordnet sein, damit alle lernen und alle getröstet werden. Lerne dich daran zu erfreuen, dass es Ordnung gibt im Gottesdienst und lass dir nicht einreden, dass Struktur und Planung ungeistlich seien. Nein, Unordnung ist ungeistlich. Hast du das gehört? Unordnung ist ungeistlich. Denn der Geist Gottes, wo er kommt, bringt er Ordnung. Ich warne vor all jenen, die sagen, der Geist wirke dort, wo wilder Zirkus ist. Das ist nicht der Geist Gottes. Wo der Geist Gottes ist, ist Ordnung, Selbstbeherrschung. Erfreu dich darum, von ganzem Herzen an dem Gottesdienst und der Gottesdienstordnung. Denn die Abfolge und die Struktur sind Teil des Gottesdienstes. Wir ehren dadurch den Gott, der nicht unordentlich ist, sondern der Frieden haben will. Die Weise, wie du dich verhältst im Gottesdienst, wie du teilnimmst an der Reihenfolge des Gottesdienstes, hat was damit zu tun, ob du Gott anbetest oder nicht. Ehrst du Gott für den Ablauf des Gottesdienstes, indem du das vom Herzen mitmachst, weil du sagst, ich möchte den ordentlichen Gott verherrlichen. Dann das dritte ist, erfreue dich auch an dem ordentlichen Inhalt. Das bedeutet, setze dich so damit auseinander, dass du es zunächst einmal verstehst und dass du es dann auch beurteilen kannst. Erinnert euch daran, dass Paulus den Korinthern am Anfang des Korintherbriefes vorwirft, dass sie noch Kinder sind. Geistliche Kinder. Sie haben nicht gelernt zu beurteilen. Ja, wenn im Gottesdienst die ganze Zeit nur Unverständliches geredet wird, wenn alle durcheinander, wie wollen denn gelernt werden? Wie sollen alle getröstet werden, ermahnt und überführt? Der ordentliche Gottesdienst soll wozu dienen? Damit wir was ordentlich machen? Einfach damit wir irgendwelche Formalitäten erfüllen? Nein, Ziel eines ordentlichen Gottesdienstes ist, dass wir alle ordentlich lernen. Das Ziel ist immer noch Auferbauung. Dass eine Baustelle ordentlich ist und alles sortiert ist und so weiter, dient dem Zweck, dass das Haus ordentlich erbaut wird. Dass im Gottesdienst alles ordentlich ist, dient dazu, dass alles verständlich, richtig, ordentlich abläuft. Dass wir alle lernen, alle auferbaut werden können. Und darum,
Es ist auch deine Aufgabe, wirklich zuzuhören, aktiv dabei zu sein, mitdenken, mitlesen, mitbeurteilen. Paulus sagt, beurteilt das, was gesagt wird. Wir haben doch nicht umsonst dort hinten Bibeln liegen, dass wenn jemand keine Bibel mitbringt, dass er mitlesen kann. Gott hat uns ein zuverlässiges Wort gegeben. Und dieses zuverlässige Wort ist der einzige Prüfstein, den du hast, um Irrlehren zu erkennen. Und wir haben keine Garantie dafür, dass auf dieser Kanzel niemals eine Irrlehre verkündigt wird. Und darum wachen wir peinlichst darüber, dass alles, was gesagt wird, auf einer Bibelstelle gründet. Und keiner in seiner Menschenweisheit seine eigenen Ideen irgendwie weitergibt. Sondern jeder von euch hat diese Pflicht, dass wenn jemals eine falsche Lehre aus meinem Mund kommt, dass ihr das nicht duldet. Dass ihr aufsteht und sagt, Peter, hier steht geschrieben. Warum hast du dies oder jenes gesagt? Es ist eure Pflicht. Beurteilt. Jeder von euch muss ein Berührer sein. Sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Darum kenne die Heilige Schrift und halte fest an dem ein für alle Mal überlieferten Glauben. Kenne die Bibel und vertraue darauf, dass alles, was gesagt wird, anhand dieser Heiligen Schrift geprüft werden kann. Das bedeutet auch, erwarte nicht, dass Gott irgendetwas außerhalb der Heiligen Schrift heute noch spricht. Wenn du hierher kommst und sagst, du brauchst irgendwie ein besonderes Wort außerhalb der Bibel für deine Lebenssituation, dann muss ich dich enttäuschen. Weißt du, selbst wenn ich das Gefühl hätte, nehmen wir mal an, ich habe das Gefühl und sage, irgendwie lässt mich dieser Gedanke nicht los, hier ist jemand, der hat Probleme mit seiner Schwiegermutter. Nehmen wir mal an, dieser spontane Gedanke, dieser Eindruck kommt in meine Gedanken. Glaubt ihr, ich würde aufstehen und sagen, ich glaube, der Herr hat mir das Herz gelegt, dass hier jemand ist, der hat Schwierigkeiten mit seiner Schwiegermutter. Nein, es gibt keine Autorität hier neben der Heiligen Schrift. Wenn ich diesen Eindruck haben sollte, ihr Lieben, dann stehe ich auf und sage, ihr kennt die 10 Gebote, ihr kennt das 5. Gebot. Das 5. Gebot lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Das bedeutet auch deine Schwiegermutter. Wenn es irgendeinen hier gibt heute, der seine Schwiegermutter nicht ehrt, ich will dir sagen, Gottes Wort sagt dir, kehre um. Ich fange nicht an, irgendeine Autorität neben der Heiligen Schrift aufzubauen. Weil ich sehe, die Leute sehnen sich dann nicht mehr nach dem Wort. Sie glauben, sie brauchen ein besonderes Wort neben der Heiligen Schrift. Da mache ich nicht mit. Und ich hoffe und bete, dass diese Gemeinde niemals damit machen wird. Dass wir ein Bollwerk sind gegenüber diesen neuen Bewegung der Prophetien. Gott hat uns alles gegeben. Für jedes gute Werk sind wir bereit. Durch die Heilige Schrift. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben viel zu viel zu tun, das mal zu tun, was hier geschrieben steht. Wenn wir doch das mal täten, was hier stünde, was streckst du dich noch mehr Worten aus? Das 4. ist, erfreue dich an Gottes Anordnungen, indem du dich ihnen unterordnest. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gottes Gebote sind nicht schwer. Dennoch tun wir uns manchmal schwer mit so ganz einfachen Geboten, oder? Also das, was wir jetzt heute gelesen haben, das ist nicht schwer. Und trotzdem lehnt sich vielleicht bei so manchen im Inneren etwas dagegen auf. Wir haben gelesen in 1. Korinther 13, die Liebe glaubt alles. Das bedeutet nicht nur Kontext, dass sie ihren Mitmenschen vertraut und das Beste für jeden glaubt. Nein, die Liebe glaubt auch Gott alles. Die Liebe glaubt Gott alles. Wenn er etwas sagt, dann glaubt die Liebe. Und will sich bereitwillig unterordnen. Wenn Gott sagt, die Schöpfungsordnung im Gottesdienst soll so respektiert, wahrt sein, dass die Frauen nicht reden sollen. Dann sagen wir, Herr, wir haben dich lieb. Und wer dich liebt, hält deine Gebote. Wir werden nicht streiten. Wir werden uns unterordnen. Jesus hat einmal etwas sehr, sehr Interessantes gesagt, ihr Lieben. In Johannes 7, Vers 17. Er sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, Gottes Willen, wenn jemand von euch Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist und ob ich aus mir selbst rede.
Das heißt, derjenige, der wirklich Gottes Wort tun will, Gottes Gebote halten will, der wird die reine Lehre erkennen. Der wird es so erkennen, dass er es annehmen will, weil er es tun will. Wir müssen schauen, dass wenn wir im Gottesdienst sind, wir nicht nur ordentlichen Ablauf haben und ordentliche Wortbeiträge, wir müssen gucken, dass jeder von uns ein geordnetes Herz hat. Ein geordnetes Herz ist das, das sich von Herzen unterordnet, Gottes Anordnungen. Wir können nur ein Zeugnis in dieser Welt sein. In einer Welt, wo Gottes Anordnungen mit Füßen getreten werden, wenn wir uns bereitwillig Gottes Ordnung unterwerfen. Möge er durch den Heiligen Geist uns dazu helfen, dass wir komme, was wolle, sein Wort tun und ihn verherrlichen. Denn dadurch wird er geehrt, der Gott der Ordnung, durch einen ordentlichen Ablauf, durch ordentlichen Inhalt und durch ordentliche Unterordnung. Wenn eines davon fehlt, ihr Lieben, dann ehren wir Gott nicht. Er ist ein Gott der Ordnung. Und darum lasst uns beten, lasst uns aufstehen jetzt und flehen, dass er diese Ordnung mehr und mehr in unser Leben und in diese Gemeinde hineinbringt zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, unser Gott, wir preisen dich dafür, dass du kein Gott der Unordnung bist, dass du diese Welt nicht im Chaos hast, einfach links liegen lassen, sondern dass du selbst gekommen bist. Du hast nicht nur gesprochen, es werde Licht. Du hast nicht nur dieses Durcheinander sortiert und Leben geschaffen. Vater, du hast deinen Sohn gesandt, den Vollkommenen, der sich unserer Unordnung angenommen hat. Der Einzige, der vollkommen ordentlich gemäß deinen Anordnungen gelebt hat. Herr, wir haben es verdient, dass du uns aufgrund unserer Unordnung, aufgrund dieses Durcheinanders der Sünde, wir hätten es verdient, dass du uns vernichtest und zerstörst. Aber du hast den Ordentlichen gesandt, Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat sich unser angenommen und er ordnet uns bis zu dem Tag, wo er wiederkommt und uns vollkommen machen wird. Wo er alles wiederherstellen wird, was unsere Sünde kaputt gemacht hat, das Paradies. Und er hat uns alles angeordnet, was wir wissen müssen. Er hat der Reihenfolge nach alles erfüllt, was die Schrift gesagt hat. Und den Rest wird er erfüllen. Alles, was er durch die Apostel und durch die Propheten offenbart hat, so dass seine Gemeinde ruft, komm, Herr Jesus, komme bald. Bring Ordnung in dieses Chaos dieser Welt, Ordnung in das Chaos unseres Lebens. Herr, erbarme dich, komme bald. Wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen für ein ordentliches Leben. Und da, wo es uns an Ordnung mangelt, mangelt es uns nicht an ein neues Wort Gottes, sondern an Gehorsam den alten Wort Gottes gegenüber. O Herr, schenk uns, dass wir uns unterordnen, dass wir deine Anordnungen ernst nehmen. Hilf, dass jeder Einzelne in seinem Leben dich verherrlicht, indem er sein Leben sortiert nach deinen Geboten. Und hilf, dass jeder diese Unordnung ausräumt. Und hilf, Vater im Himmel, schenk uns dein Geist dazu, dass wir dich verherrlichen durch einen Gottesdienst, der dich wirklich ehrt, an dem wir einen Ablauf haben, der deinem Charakter entspricht, einen Inhalt deiner Wahrheit entspricht. Und dass jeder von uns sich von Herzen dir unterordnet, wie es deiner Ehre, deiner Autorität entspricht. O Vater im Himmel, segne uns doch um Jesu Willen. Wir wissen, es ist uns nichts gegeben, auch nur eines zu empfangen, es sei denn, ist es uns aus dem Himmel gegeben. Und so schenk uns Ordnung durch deinen Geist. Ordne unser Leben zu deiner Ehre, bis an den Tag, wo wir vollkommen gemacht sind. Herr, wir preisen dich für diese Aussicht und ehren deinen Namen. Für deine Treue, deine Ordnung, deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.